Der Terminator kehrt zurück. Arnold Schwarzenegger hat vor vielen Jahren seine Weltkarriere in München begonnen. Hier hat er sich auf die Wahl zum Mr. Universum vorbereitet, die ihn weltweit bekannt machen sollte. Motivationsguru Jürgen Höller holt den Hollywood-Star und Ex-Gouverneur von Kalifornien nach München. Auf der Bühne erklärt er 10.000 Besuchern das Geheimnis seines Erfolges. Ich weiß genau meine Ziele und ich weiß genau, wie man dort hinkommt. Das ist das Wichtigste. Und das Wichtigste ist harte Arbeit. Mit dabei sein Neffe Patrick. Der Sohn von Schwarzeneggers früh verstorbenem Bruder hat Arnold viel zu verdanken. Dieser ermöglichte ihm eine Karriere in den USA. Heute arbeitet er auch für Arnie als sein Anwalt. Damals waren Leute wie Dustin Hoffman und Woody Allen waren damals in und diese großen Muskeltypen waren eigentlich nicht angefragt. Und er hat damals auch dann jedem bewiesen, unterschätzt mich nie. Und das Gleiche war dann auch in der Politik. Da hat ihn ja auch am Anfang niemand ernst genommen. Dann wurde dann Gouverneur von der 5. größten Weltwirtschaft und hat auch den Leuten bewiesen, dass er das kann. Also das war bei ihm immer schon so, dass er sich Ziele setzen kann und er arbeitet irrsinnig hart. Er ist irrsinnig diszipliniert und setzt es dann einfach um. Prominente Gäste im Publikum finden sich einige. Die lassen sich die Möglichkeit nicht entgehen, die Leinwandlegende einmal persönlich kennenzulernen. Arnold Schwarzenegger ist eine lebende Legende und heute Abend die Möglichkeit zu haben auf ein Meet and Greet ist natürlich aller Ehren wert. Und als ich eingeladen wurde, habe ich sofort zugesagt. Klar ist das ein Idol, aber man kann nie eine Karriere, es wird nie ein Arnold Schwarzenegger, einen zweiten Mohammed Ali oder einen zweiten Michael Schumacher geben. Seit 6 Jahren ist Schwarzenegger wieder glücklich liiert mit Heather Milligan. Die 27 Jahre jüngere Physiotherapeutin wartet geduldig, bis auch der letzte Fan ein Foto mit Arnie geknipst hat. Alles, was er sagt, führt er mit gutem Beispiel an. Ich denke, das ist auch der Grund, warum er so viele Menschen inspiriert, weil er nicht nur darüber spricht, sondern es tatsächlich auch tut. 2019 werden wir Schwarzenegger wieder im Kino erleben dürfen. Im neuen Terminator steht er dann schon zum 6. Mal in seiner Paraderolle vor der Kamera. Und das mit über 70 Jahren.